Hallo und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video. Wir befinden uns hier in meinem Keller und wie ihr hört, hallt es ohne Ende. Das liegt ganz klar daran, der Raum ist komplett leergeräumt. Hier befindet sich gerade außer mir und meiner Kamera nichts. Ja, warum zeige ich euch diesen schnöden Kellerraum überhaupt? Hier soll mein YouTube-Studio entstehen. Ich plane das Thema YouTube etwas auszubauen, mehr Content zu bringen, einfach einen etwas professionelleren Rahmen. Und was darf da nicht fehlen? Ein kleines Studio. Ich habe 1000 Ideen. Ihr seht hier, der Keller, der ist nicht einmal verputzt. Auch die Farbe, die hier zum Einsatz kam, ich schwenke mal so ein bisschen, die kommt nicht von mir oder die Idee kommt nicht von mir. Wir haben das Haus gebraucht, gekauft. Drei, vier Jahre wohnen wir jetzt schon hier drin. Und der Vorbesitzer hat das gestrichen. Ich gehe hier mal auf die rechte Seite. Hier kam auch noch ein bisschen Grün zum Einsatz, wie ihr seht. Also hier wäre sozusagen der Greenscreen sogar schon in diesem Raum mit drin. Aber das wird alles ordentlich verputzt. Das wird erst einmal alles weiß gestrichen. Und dann mache ich mir Gedanken, welche Farbe ich wohin haben möchte. Ich drehe mal ein bisschen zurück. Hier irgendwo in die Ecke oder hier auf die Seite könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da vielleicht einfach eine ansprechende Farbe am Hintergrund ist, davor dann ein Schreibtisch mit entsprechend Licht, Softboxen, vielleicht noch so ein bisschen LED-Technik, so dass es einfach schön aussieht für so klassische Produktvorstellungen, für Unboxings etc. Das könnte ich mir hier auf dieser rechten Seite ganz gut vorstellen. Dann hätte ich ganz gerne, wenn ich ein bisschen weiter nach links nochmal drehe, an dieser Wandseite, wenn sie ordentlich verputzt ist, ebenfalls eine ansprechende Hintergrundfarbe und davor zwei Sessel, eine Couch mit so einen kleinen Couchtisch davor etc., um dort ganz einfach auch noch ein bisschen in der gemütlicheren Atmosphäre über Themen, über Produkte sprechen zu können, wo vielleicht eher so der Erfahrungsbericht, das Fazit im Vordergrund steht und nicht das Produkt sich. Das könnte ich mir an der Ecke gut vorstellen. Ich drehe noch mal ein bisschen weiter nach links. Hier vielleicht noch ein kleiner Schreibtisch, um hier unten direkt die Videos auch dann drehen zu können etc. Ihr seht, eine Menge Ideen. Hier wird aber noch eine Menge passieren müssen, bevor das dann auch mal so weit ist. Ich möchte euch eben nur in diesem Video ganz kurz darüber informieren, was hier noch passiert, damit ihr mal eine kleine Vorstellung habt. Der Raum ist leider nicht so groß. Der ist 4 Meter mal 2,8 Meter. Aber hier lässt sich sicherlich was draus zaubern. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr unten in der Infobox, beziehungsweise Infobox ist falsch, unten in den Kommentaren mir ganz einfach mal ein bisschen Feedback gebt. Ihr seht sicherlich sehr viele andere YouTuber und habt natürlich auch einen eigenen Geschmack. Es gibt Dinge, die gefallen euch nicht. Wenn ihr Feedback für mich habt, wenn ihr sagt, hey, das finde ich mega cool, mach dir mal darüber Gedanken, ob du das nicht ähnlich machen willst, genauso machen willst etc., schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein, damit wir hier gemeinsam einfach eine sehr, sehr schöne Umgebung entwickeln können, in dem zukünftig dann für meine beiden Kanäle, die ich ja betreibe, Tech2Video, Techniklastik und Gear2Video, dann eben mit haushaltsnahen Themen, aber auch Slim Wallets etc., um da einfach nochmal erneut durchstarten zu können. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr mir unten einmal als Feedback da lasst. Ich bedanke mich bei euch natürlich an der Stelle für euer Feedback, fürs Zusehen. Würde mich über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen. Natürlich auch über ein Abo auf meinem Kanal und ich würde vorschlagen, wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!